Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Es wurde nun endlich veröffentlicht in Österreich. Ich hoffe bei euch auch. Wir hatten schon mal eine Folge Dragon Ball Legends auf diesem YouTube-Kanal. Das war die Beta, das war vor etlichen Wochen. Nun ist es bei mir seit heute verfügbar, also bei euch morgen, seit gestern sozusagen, ist es verfügbar bei mir in Österreich und in Niederlande, glaube ich, oder irgendwo da oben. Lustigerweise ist ein Soft-Launch, nicht jeder bekommt es gleichzeitig. Und ja, wir sind da. Wir haben dadurch, dass so viele Leute sich vorregistriert haben für das Game, arsch viele Splitter bekommen. Das heißt, wir können heute auf jeden Fall uns auch neue Helden ziehen. Es gibt sogar ein extra Fest zum Beginn des Launches. Endet in einem Monat, am 7.6. Und ja, ich bin gehypt. Was ziehen wir hier? Kriegen wir denn Son Goku? Und wer keine Ahnung von dem Game hat, schaut am besten mein erstes Video an. Sollte ich da oben jetzt irgendwo verlinken, rechts oben. Da haben wir das Tutorial durchgespielt, damals in der Beta. Heute werden wir ein bisschen Opening machen, ein bisschen kämpfen, ein bisschen durcheinander mal. Und dann in den nächsten kommenden Folgen, also lasst schon mal ein Abo da, um nichts zu verpassen in Dragon Ball Legends. In den kommenden Folgen werden wir uns natürlich weiter ansehen. Wir werden PvP-Kämpfe machen, wir werden die Quests weiterspielen, wir werden neue Charaktere freischalten. Wir haben so viele geile Sachen jetzt zu tun. Ich bin fucking gehypt. Und wer meinen YouTube-Kanal kennt, der weiß, in so einem Spiel kommen auch weitere Openings sehr bald. Sobald neue Sachen erscheinen, jetzt haben wir einen Monat Zeit, das Pack hier zu openingen, ne? Öffnen. Mal sehen, was uns erwartet. Und ja, ich würde sagen, wir starten die Folge mit einem 10-mal Opening, also 10-mal ziehen. Und dann gehen wir ein bisschen kämpfen und dann ziehen wir noch 10-mal. Also dranbleiben, um nichts zu verpassen. Wir drücken drauf, Leute. Wir drücken drauf. Wir wollen 10-mal ziehen. Ja, das wollen wir. Und drücken das erste Mal drauf. Das ist so ein schönes Gefühl, schon das Opening, ne? Es lädt natürlich, ne? Das macht die Spannung. Die Spannung. Ne, es nervt. Die Ladezeiten nerven. Aber das hier ist der Beschwörungsmodus. Freezer kämpft gegen Goku. Setzt dann natürlich sein Kamehameha ein. Und wir müssen es aufladen. Und den Finger wieder loslassen. Oh ja, Baby. So zieht man richtig Karten, Leute. So zieht man Karten. Wir haben freigeschalten. Rikum. Einen der Ginyu Force. Okay. Dann haben wir freigeschalten. Goku? Ich glaube, den habe ich schon. Aber ich das richtig verstanden habe, kann man hier auch fusionieren, um einen besseren Helden sozusagen zu erhalten. Das habe ich auch schon gehört. Dann haben wir hier noch. Wir haben einen der Hauptgewinne. Paikuhan. Mit einem der Hauptgewinne. Nice. Nice. Das ist ein normaler Drop anscheinend, ja. Dodoria. Auch von der Ginyu Force. Nehme ich auf. Nehme auf. Dann. Vegeta. Oh, sehr schön. Ich mag Vegeta wirklich sehr. Und ich bin übrigens, by the way, sehr traurig, dass Dragon Ball Super vorbei ist seit langer Zeit. Aber ich hoffe, dass bald weitergeht. Und im Dezember, nicht vergessen, kommt ein neuer Film, ne? Also ich bin ein riesen Dragon Ball Fan, das kann ich aber versprechen. Nappa. Auch von der Ginyu Force. Entschuldigung, nicht von der Ginyu Force, ein Saiyajin. Es gibt auch einen Extreme Nappa. Saiyajin, Entschuldigung, Saiyajin. Nice. Ein Zarabon, das ist von der Ginyu Force. Und nochmal Goku. Wie gesagt, ich denke, man kann hier fusionieren. Nochmal Goku. Bisschen viele Gokus. Oh. Limit Break. Wir haben Goku gerade gelevelt. Wir haben sein Limit erhöht, dadurch, dass wir mehrere Gokus sozusagen hatten. Nice. Limit Break Goku. Oh ja, Baby. Und wie gesagt, wir ziehen nochmal am Ende der Folge. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen die neuen Helden in unser Team einsetzen. Seht das auch mal. Und dann kämpfen wir mal. So Leute, im Hauptmenü rechts unten steht Menü. Da könnt ihr drauf drücken. Und dann hier auf Charaktere drücken. Das ist euer Team. Ihr seht mein Team zurzeit. Das können wir jetzt halt bearbeiten. Ich habe ja schon mal dadurch, dass wir und das Tutorial gespielt haben, auch Sachen freigeschaltet, wie ihr seht. Und jetzt können wir den neuen hinzufügen. Und ich bin mega, mega gehypt. Unser Goku im Team, wie ihr seht, hat nun 2 Sterne. Das seht ihr in der Mitte oben. Der ist schon entwickelt, was mega geil ist. Und jetzt mal sehen, was wir da noch hinzufügen wollen. Ich will auf jeden Fall mal, seien wir ehrlich, ich will Krillin austauschen und ich will Yang Chu austauschen.
Und auf jeden Fall nehmen wir Vegeta rein. Den tauschen wir mal gegen Krillin aus und unsere krasse Karte gegen Yamcha. Also mal ehrlich, Leute. Also mal ehrlich. Dann haben wir noch Freezer über. Wir haben Nappa noch als Saiyajin. Wir haben Extreme Nappa. Vielleicht sollte ich ihn doch mitnehmen, ne? Statt Freezer oder seit. Wahrscheinlich statt Freezer. Er hat halt schon einen Stern. Er ist weiterentwickelt sozusagen. Ja, wir nehmen das mal so mit. Unser Hauptcharakter ist ja links oben. Und ja, ich würde sagen, das ist ein ganz neues Team. Kampfkraft. Over 9000. 39.000. Sehr schön. Also, wir müssen erstmal speichern. Confirm. Gespeichert. Das ist unser Team. Mit dem gehen wir jetzt mal kämpfen. Und das, wisst ihr, was das beste Handy-Game ist? Ja, es ist ein Mobile Android iOS-Game. Ihr könnt es mit einem Finger spielen. Nur mit dem Daumen. Ja, ich spiele am Handy, ne? Yeah, by the way. Und falls ihr fragt, ja, ist ein Huawei Mate 10 Pro. Wir spielen jetzt mal die Hauptstory, einfach eine Mission weiter. Damit ihr auch mal ein bisschen das Kämpfen seht. So, ab geht's. Der Gegner hat Kampfkraft 19.000, wir haben 39.000, also bitte. Ihr könnt, by the way, immer 6 Spieler mitnehmen. Und ja, wir wollen Energie verbrauchen. Ihr verbraucht Energie bei jedem Kampf. Also müsst ihr dann immer warten, bis ihr neue Energie frei habt. Oder, wie ihr wisst, in Free-to-Play-Spielen kauft euch Energie dazu. Bringt euch aber jetzt auch keinen Riesenvorteil. So, wir haben 3 Gegner. Wir dürfen aber auch nur 3 von uns mitnehmen. Wir nehmen auf jeden Fall unseren krassen Helden, der rechts von mir da am Bildschirm zu sehen ist. Der Charakter wurde extra für Dragon Ball Legends entwickelt von Toriyama, also vom Dragon Ball Schöpfer. Und wir nehmen mal, wie gesagt, den stärkeren Goku mit. Und den neuen müssen wir auch mal ausprobieren. Probieren wir den neuen aus. Jetzt zeige ich euch quasi das Kampfsystem. Und danach machen wir noch ein Opening. Ist heute nicht so eine lange Folge vielleicht. Mal kämpfen wir auch zweimal, mal sehen. Wie gesagt, es kommen jetzt immer mehr Dragon Ball Legends Folgen. Ich habe es ja in Österreich schon. Ich hoffe, bei euch in Deutschland ist es auch schon verfügbar. Oder bald. So, unser erster Kampf. Wir müssen alle Gegner bekämpfen. Also besiegen, das ist unsere Aufgabe. Man kann im Spiel auch ausweichen. Ne? Man kann links, rechts ausweichen. Das habt ihr alles in der ersten Folge gesehen. Wie gesagt, schaut gerne bei der ersten Folge vorbei. Und wir haben jetzt volles Key. Das heißt, wir gehen mal voll in. Nutzen unsere Karten unten. Mit diesen Karten greift ihr sozusagen an. Jetzt seht ihr, wir haben noch ein Power-Up noch hier. Das nutzen wir mal. Und jetzt können wir ausweichen nach links und rechts, wie gesagt. Wenn wir den Knopf gedrückt halten, in der Mitte. Das hat er schon umgebracht. Wenn wir den Knopf in der Mitte gedrückt halten, laden wir unser Key auf. Das ist die Anzeige, die jetzt gleich mal. Ich weiche jetzt absolut nicht aus. Die Anzeige, die ihr jetzt seht, ja, mitten am Bildschirm ist auf 100. Wir haben auch unsere Superkraft. Und hauen jetzt mal den Gegner hier easy weg mit unseren Karten. Es ist ein leichtes. Ne. Es ist leicht zu lernen, das Kampfsystem, aber es ist schwer zu meistern. Wir wechseln jetzt einmal den Charakter, das könnt ihr links machen. Und hier haben wir nun unseren. Oh, flotter Quatschen. Unseren neuen Helden. Oh, das sieht schon cool aus im Kampf. Die Grafik ist natürlich der Hammer. Erstmal kurz Key laden. Oh, wir haben Rising Rush. Wir haben nun im Kampf 7 Dragon Balls gesammelt. Das heißt, wir können jetzt eine richtig Hardcore-Attacke auswählen. Ein Special Move. Oh Gott, unser Special Move. Wir beenden den ersten Kampf direkt mit so einem geilen Move. Die Grafik ist einfach nur geil. Das Spiel macht so Spaß. Das Spiel macht so Spaß. Oh, ich liebe Dragon Ball. Ich liebe Dragon Ball und bin so froh, ein neues Game davon zu haben. Wir sehen alle Charaktere leveln hier. Aber mit denen ihr gekämpft habt, die leveln viel mehr. Ne? Fürs erste Abschließen kriegt ihr immer, in jeder Mission kriegt ihr solche Steinchen, damit könnt ihr dann Helden ziehen. Und natürlich gibt es ja auch Aufgaben, die ihr lösen müsst. Wie ihr seht, da unten sind noch 2 Aufgaben über. Deutsch ist noch nicht verfügbar in meiner Mission, ich kann nur Englisch spielen zurzeit. Aber ich hoffe, es geht dann schnell weiter. Ein neuer Modus freigeschaltet. Ich schalte ständig neue Sachen frei. Ich schalte ständig noch neue Sachen frei. Das heißt, ich kann euch immer mehr zeigen, zeigen, zeigen. Es gibt ja auch tägliche Missionen, die könnt ihr das erfüllen. Wie gesagt, wie ihr seht, wir haben schon 2 erfüllt. Könnt jetzt mal uns einsammeln. Schön die Sachen uns gönnen hier. Oh ja. Sehr schöne Seele und so weiter. Mit dem können wir die Helden leveln. Wir sind nun Level 3. Also ich habe heute erst angefangen. Ich habe mir extra einen neuen Account gemacht. Also die Beta, den Beta-Account habe ich nicht mehr. Und ja, es gibt natürlich noch den PvP-Modus, wo ihr gegen andere Spieler kämpfen könnt. Es gibt hier eine Season, also auch einen Ranglisten-Modus, wo ihr natürlich am Ende der Season super Sachen euch gönnen könnt. Und es gibt einen normalen Modus. Ihr könnt auch ganz normal kämpfen, wie ihr seht, in der Mitte. Wie der kleine Son Goku gegen Krillin. Ne? So Fäustchen. Ganz normal. Oder wie der riesige Freezer auf Namek damals, wie er so fett wurde.
gegen den ersten Super Saiyajin Goku kämpft hat. Das ist der Rangliste. Das macht auch mega Spaß. Das sehen wir uns auch in den kommenden Folgen an. Heute, wie gesagt, wollen wir nur mal ein Opening machen. Ganz ehrlich, ich bin mega heiß, die Sachen jetzt zu öffnen. Das wollte ich natürlich mit euch machen. Und ich wollte euch mal ein Kämpfchen zeigen. Wie gesagt, das Tutorial haben wir in der anderen Folge gespielt. Wir werden jetzt nochmal ein Opening machen. Wir werden jetzt noch das zweite hier rausballern bei Summon. Und ja, es gibt, wie gesagt, ihr seht ja hier schon die Sachen, ne? Es gibt Story, es gibt PvP, es gibt Summon, es gibt Missionen, ihr könnt trainieren, es gibt Abenteuer. Es gibt natürlich einen Shop, ist ja klar. Und Charaktere ist euer Team. Wir werden jetzt aber hier nochmal aus diesem ersten, es gibt zurzeit nur dieses Pack. Hier werden wir ziehen. Und ich würde sagen, wir machen zuerst mal das linke. Da kostet es nämlich beim ersten Mal nur 20 zu ziehen statt 100. Jeden Tag. Und das können wir uns einmal hier gönnen nochmal schnell. Diesmal werden wir aber die Cutscene überspringen bei dem einen Mal. Und wir ziehen. Ah, nochmal Rekum. Die Ginyu Force verfolgt mich. Die Ginyu Force. Er hat aber auch einen Limit Break. Nice. Wir haben schon zwei davon. Seine Kampfkraft wurde erhöht. Es ist so geil. Es ist so geil, Leute. Es ist so geil. Was ich euch noch zeigen wollte hier im Shop bei dem. Bei dem Angebot. Rechts oben auf Featured. Wir können den hier ziehen. Den Goku. Also den Super Saiyajin. Vegeta. Piccolo. Und den Hauptgewinn haben wir schon gezogen. Und das ist halt mega nice. Ne? Wir haben einen der Hauptgewinne schon gezogen. Da gibt es noch die Pan und den Goku. Das sind halt die großen Highlights aus dem Pack. Das kann man sich hier immer ansehen. Und ja, Leute, wir öffnen nochmal. Wir öffnen nochmal extra für euch da draußen. 10-mal. Wir beten auf Super Saiyajin Goku. Ich hätte ihn so gern, ne? Ich hätte ihn so gern. Ich skippe es diesmal nicht, denn ich find's geil. Wenn ich es 10-mal aufmache, will ich das sehen. Oh Gott. Schreibt doch gerne mal, by the way, in die Kommentare, ob euch das Bild über mir und das Bild rechts gefällt. Denn das muss ich leider einfügen, da wie ihr seht, der Handybildschirm, ich muss das Handy hochhalten, also gerade halten. Und das Handy muss ich also im Hochscreen aufnehmen. Wir haben nochmal Nappa Extreme, das ist sehr gut. Bartha, den mag ich sehr gerne. Das ist eigentlich von den 5 Typen von der Ginyu Force eigentlich mein Liebling. Nochmal Rekum. Nochmal Dodoria. Krillin. Den haben wir schon im Tutorial gezogen. Nochmal Vegeta, sehr schön. Ich hoffe, er kriegt einen Limit Breaker. Guldo haben wir noch gar nicht, auch von der Ginyu Force. Also wie ihr seht, es dreht sich. Yamcha. Ist das der Trostpreis, ne? Wie ihr seht, es dreht sich in dem Pack alles um Namek. Um den ersten Super Saiyajin Goku gegen Freeza und der Ginyu Force. Das geht dann so weiter, ne? Wir haben den Pflanzenmann. Wir haben Yamchu gezogen und den Pflanzenmann. Ihr wisst beide, wer gewinnt. Schreibt mal in die Kommentare, gewinnt Yamchu oder Pflanzenmann? hab Gewinn. Goku Extreme. Mega nice. Nehme ich gerne. Also unser Hauptgewinn war Extreme Nappa und Goku Extreme. Und damit haben wir Limit Breaker. Nappa nun noch stärker in unserem Team. Sehr gut. Die Saiyajins wachsen und gedeihen. Krillin wächst auch. Ja, ich bin nicht so ein Krillin-Fan. Wie geht das? Sehr schön. Sehr schön. Und das Wichtigste. Yamcha natürlich. Und da ist wirklich das Wichtigste. Song Goku. 2 Sterne. Mega nice. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich spare jetzt natürlich wieder die Spieler zusammen. Ich mache am liebsten immer die 1000er Packs auf. Und nicht so die 100er, das macht für mich keinen Sinn. Mega nice, mega nice. Ich finde auch den Hauptbildschirm in dem Spiel mega geil. Ihr seht im Hintergrund unseren Hauptcharakter. Es sieht so gut aus, ne? Es sieht so gut aus. Leute, das war's erstmal für die erste offizielle Release-Folge von Dragon Ball Legends. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wie gesagt, lasst ein Abo da, werdet Teil der Community. Auf meinem YouTube-Kanal erwarten euch noch ganz andere Mobile Games wie Paladin Strikes, Arena of Valor, Spellstone, Nexomon. Wir spielen ja sehr viele Sachen und nun auch Dragon Ball Legend. Leute, ich hoffe, das Opening hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao.